Tag, Jagger-Freunde. Kommen wir zum Ambiente-Video vom neuen Nissan X-Trail, in dem Fall Techna-Ausstattungsvariante, weil auch nur hier habt ihr das volle Ambiente-Beleuchtungspaket. Eine Stufe drunter, ein Connector, habt ihr dann Mittelkonsole, da kommen wir noch dazu, und bei Techna habt ihr dann noch die Türen mit dabei. So, jetzt sind wir so in der vollen hier, ne? Dann würde ich sagen, fangen wir mal wie immer hier vorne unten an. Fahrmodi-Schalter, Serie, dann elektronische Parkbremse, Auto holt, das ist Serie, Shift-by-Wire-Schalter, dann E-Pedal und IV-Knopf, dann das abgerundete, das ist das induktive Laden vom Handy, das ist schön mit so einer, ne? Da legt man eine Handymappe drüber, so, das sieht schon besser aus, ne? So, edel gemacht, Klimaautomatik, in dem Fall haben wir hier drei Zonen, das große 12,3 Zoll Navi. Dann gehen wir mal nach rechts und dann haben wir hier diese Türbeleuchtung, Techna. Dann auf zu elektrische Fensterheber. Ja. Die Memory-Sitz-Funktion ist nicht beleuchtet, Fußraum ist leider auch nicht beleuchtet, aber hier dieser schwebende Mitteltunnel. Da ist ein riesen Fach unten drin. Das finde ich cool, dass man das heute so macht. Da gibt es viel mehr Staufläche und braucht nicht so einen Tunnel zu haben, ja, weil wir kein Schaltgestänge nichts mehr haben. Das ist schon echt cool geworden. Ja. So, dann gehen wir nach links. Fahrertür, elektrische Fensterheber. Dann da unten noch Displayhelligkeit, Assistenzknopf, genau, Lenkradbeleuchtung. Dann hier unser Display 12,3 Zoll, die beiden großen Display gibt es ab der N-Connector-Variante. So, dann sehen wir noch das Head-Up-Display hier. Jawohl, sehen wir, juhu. Das ist auch mit dabei, ab Techna-Serie. Dann gehen wir kurz hoch, wir haben ein Panorama noch. Hier, SOS-Knopf muss man ja haben. Na, wird scharf, komm. Versuchen wir ein bisschen scharf zu stellen hier. Ja, wird jetzt so ganz weit. Aber wir haben das Panorama noch mit dabei, Beleuchtung passt. Dann gehen wir kurz nach hier hinten. Obla. Elektrische Fensterheber beleuchtet und siehe da. So, ein bisschen scharf. Die drei Zonen Klimaautomatik hier hinten inklusive Sitzheizung. Das ist schon cool, ne? Das will nicht irgendwie so richtig scharf werden, habe ich so das Gefühl. Egal. So, da sind wir wieder. Ich finde ihn eigentlich ganz nett beleuchtet. Im Fußraum fehlt ein bisschen was und hier überm Handschuhfach vielleicht auch so eine kleine Linie, aber ansonsten ist es eigentlich wirklich gesagt ganz nett. Na, jetzt wird scharf, komm. Na, so, jetzt, ja, jetzt hat wieder so. Das war schon. Ruckzuck, fertig, erledigt, mach.